Dann war Johann Singer von der ÖVP. Auch ich darf mich noch kurz mit der Monopolverwaltung beschäftigen. Der Rechnungshof hat ja die Monopolverwaltung in den Jahren 2011, 2015, also als Prüfungszeitraum, geprüft. Und bevor ich auf die Kritikpunkte des Rechnungshofs eingehe, noch eine Darstellung der Aufgaben der Monopolverwaltung. Das Tabakmonopol generiert Einnahmen aus den Steuern auf Tabakwaren und dient insbesondere der Umsetzung sozialpolitischer Ziele und dient auch der Nachversorgung von Tabakwaren. Was die Nachversorgung von Tabakwaren anbelangt, glaube ich, das ist klar. Das sozialpolitische Ziel ist im Monopolverwaltungsgesetz so definiert, dass möglichst vielen begünstigten Behinderten eine wirtschaftliche Existenzgrundlage als Trafikant oder Trafikantin geschaffen wird. Der Rechnungshof hat insbesondere fehlende Konzepte eingemahnt, Unternehmensstrategie fehlt und vor allem also auch unternehmensspezifische Zielsetzungen. Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem diese Prüfung schon einige Jahre zurückliegt, haben die geprüften Stellen auch Zeit gehabt, Anregungen des Rechnungshofs auch entsprechend umzusetzen. Man kann durchaus sagen, dass schon vieles geschehen ist. Insgesamt gab es für das Bundesministerium für Finanzen und für die Monopolverwaltung 34 Schlussempfehlungen. 28 davon wurden bereits umgesetzt. Auch die Monopolverwaltung hat auch eine entsprechende Strategie, Unternehmensstrategie entwickelt. Es ist bereits angesprochen worden, dass es eine starke Kritik an dem und Umsetzung des Jugendschutzgedankens gegeben hat. Und bei den Trafikanten in Wien wurde festgestellt, dass es eine nahezu durchgängige Verletzung von Jugendschutzbestimmungen gab. Auch dieser Kritikpunkt wurde inzwischen gelöst. Mit einem Jugendschutzkonzept wurden jetzt die Überprüfungen der entsprechenden Trafiken systematisiert. Auch ist festzuhalten, dass das Kernziel der Monopolverwaltung, nämlich freiwillige Trafiken und mit Menschen mit Behinderung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu besetzen, erreicht wurde. 2015 und 2016 waren es jeweils 100%. Zusammenfassend, sehr geehrte Damen und Herren, die Zeit seit der Überprüfung wurde genutzt. Vieles wurde bereits umgesetzt. Herzlichen Dank. Sagt Johann Singer von der ÖVP.